No Friends Club, was geht ab? Dima ist am Start mit Sidney Birdie, was geht, Leute? Und wir kochen heute Pilimini! Oh yeah! Richtig nice, also das ist Fleisch mit Teig. Leute, es sind ungefähr die russischen Tortellini. Da steht Teigtaschen drauf. Okay. Auf jeden Fall, jeder Russe wird es kennen. Jeder, der einen Russen kennt, wird es kennen. Und es ist auf jeden Fall eines der geilsten Gerichte, die es in Russland gibt. Und ich habe es noch nie gegessen. Und eben hast du schon mal gegessen? Nö, noch nicht. Deswegen, also bin ich sehr gespannt. Ihr müsst auf jeden Fall, Leute, ihr werdet es lieben. Das Ganze isst man mit Smetana. Das ist Schmand. Also auf Russisch heißt es Smetana. Aber Schmand ist richtig geil damit. Also ihr tunkt das dann quasi da rein. Es wird so geil. Aber ich habe schon so richtig Bock. Ich habe richtig Hunger. Und während wir warten, bis das Ganze gekocht hat, werden wir uns alte TikToks von mir ansehen, beziehungsweise die ersten gleich. Und wird lustig mit anzusehen. Ich habe vor 5 Monaten mit TikTok angefangen und die ersten TikToks waren noch nicht so gut wie die ganzen Videos, die ich jetzt drehe. Aber das ist sehr interessant, wie du dich entwickelt hast auf TikTok. Auf jeden Fall. Also checken wir das ab und ich mache jetzt erstmal die Pilimini dann. Also Leute, das Wasser kocht natürlich schon seit einer Stunde ungefähr, weil der Dima noch einen TikTok drehen musste. Aber jetzt hauen wir die Pilimini nicht rein. Auf jeden Fall, so sind jetzt vorproduzierte. Die sind nicht so nice wie die von Mama Dima oder von Oma Dima. Aber sehr nice. Warte mal, es gibt eine Oma Dima? Ja, in einem Video habe ich Oma Dima mal gezeigt. Wirklich? Krass. Ich glaube, da muss man noch Salz rein machen. Einfach ganz viel Salz rein. Salz ist immer gut. Und das hauen wir jetzt alles da rein. Und let's go. Ah, Vorsicht! Wie lange kocht das? Bis sie oben schwimmen. Die Regel ist, du wartest, bis die Pilimini oben schwimmen. Schwimmt schon einer oben. Ja, aber das ist ja nicht richtig. Guck alle anderen an, die sinken, weil sie halt normal sind. Leute, wir machen gerade 3 Kilo Teigtaschen. 3 Kilo. Dima, hast du Hunger oder was? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen das eigentlich alles essen. Wie? Mit unseren Mündern. Junge, ja, wir sind... Weißt du, wie viel das ist? Wir werden das auch morgen noch essen und alles. Also ich koche schon mal vor, weil ich habe keine Lust, morgen zu kochen. Die Pilimini sind jetzt am Kochen und wir schauen uns jetzt den allerersten TikTok von mir an. Let's go! Oh, das ist ein Rap-Video. Oben ist auch noch Snoopy zu sehen, ist die alte Wohnung. Ich bin die immer aufgewachsen zwischen Kochwerkhäusern. Das Ghetto in der Kleinstadt sind die Abenteuer. Ich bin jung, talentiert, charismatisch. Leute sehen mich an und denken sich, ja, den mag ich. Schieb mal keinen Film, wir sind hier nicht im Malibu. Richtig nice. Nice. Und warum hast du den gemacht? Einfach aus Flex. So. Einfach aus Flex? Nein, ich habe halt einfach gerappt und ich kann halt einen Rubik's Cube lösen. Wenn ich jetzt gerade gucke, sehe ich gerade ein sehr interessantes. Das hier. Oh, ein Beginner. Das war ein TikTok. Ja, ich habe mich ein bisschen, ich habe mich bei dem echt super gecringed. Also es hat echt eine Weile gedauert. Ich habe das irgendwie gesehen, das war gerade ein Trend, das hat irgendwie jeder gemacht. So. Normalerweise Mädchen. Ja, genau, das machen halt nur Mädchen. Und ich habe Mika und Kira haben sich gedacht, ey, lass das mal machen. Und die Jungs haben mich dann überredet, den TikTok dazu zu drehen. Und das war auch so der allererste, der so mäßig viral ging. Der heißt dann irgendwie, nach einem Tag 70.000 war das so das erste Video, wo wir gemerkt haben, wow, krass, also das wird ausgestrahlt. So, das funktioniert. Dima, muss das Bügeleisen. Siehst du nicht, dass ich telefoniere, Mann? Hier, nimm. So geiler TikTok. Ich find's immer lustig. Ich weiß noch, wir haben eins einfach irgendwas überlegt. Einfach random. Das schaut auch noch interessant aus. Oh, Corona Ernst. Oh, das ist richtig geil gewesen. It's Corona Time. It's Corona time right now. Das Ding ist, bei dem Video, das war das allererste Video, das wir während Corona gedreht haben. Also da gab es den Lockdown und wir haben ein bisschen geflext mit Klopapier. Okay, jetzt kommt das erste richtig virale Video. Ja, das war das Video, wo TikTok gesagt hat, Dima, du gehörst auf die For You. Russische Beleidigung mit Dima. Als erstes haben wir da Suka. Suka ist so viel wie Hündin. Aber man kennt es unter Bitch. Aber man kennt es unter Bitch. Dann gibt es aber auch noch Blät. Blät ist eigentlich Schwule, man sagt es aber wie Scheiße oder Fuck. Und wenn man das die kombiniert, hat man Zucker blärt. Und zusammen heißt es verdammte Scheiße. Das ist richtig nice. Also ich habe davor ein Video erklärt, wo ich halt Mund, Nase, Augen und alles auf Russisch erklärt habe. Aber es hat niemanden interessiert. Und dann am nächsten Tag erkläre ich dann eine Beleidigung, Zucker blärt. Und auf einmal geht die viral und hat 1 Million Views. Also es ist richtig verrückt. Kannst du es eigentlich aussprechen? Zucker blärt. Kann man schon machen. Zucker blärt, Zucker blärt. Du könntest aber vielleicht solltest du nicht gleich eine Beleidigung lernen, sondern auch jeder, der gerade zusieht, vielleicht, weißt du, was Hallo heißt? Salut. Shalom. Eben hinter der Kamera. Das ist Französisch. Ich weiß, Salut. Privet. Was? Privet. Privet. Ja, ungefähr so. Was heißt Tschüss? Paka. Paka! Paka. 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 Ja, genau. Ist gut. Wie geht's? Es ist sehr schwierig. Das bekommen die wenigsten hin. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела?
Ja, es ist, also man würde dich verstehen, was du willst, aber die Aussprache ist halt super schwierig. Leute, kennt ihr noch irgendwelche russischen Wörter? Welche habt ihr von euren russischen Freunden kennengelernt? Schreibt es mal in die Kommentare. So Leute, ich glaube, wir müssen jetzt mal nach dem Pelmeni schauen. Stimmt, weil, wir kochen ja auch gerade, deswegen lass mal schnell rübergehen. Also was ich am Anfang noch vergessen habe zu sagen, also die müssen natürlich aufschwimmen und dann 5 bis 7 Minuten ungefähr kochen. Das hast du gerade erst gelesen. Aber wichtig ist, dass es nochmal genannt wird, weil sonst holen die Leute die ganzen Pelmeni raus und denken, die sind fertig. Ganz wichtig, wir probieren erstmal ein Pelmeni jetzt, ob er gut ist. Durch ist. Gesundheit! Dankeschön. Ey, das kommt noch jemand. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und, ist er gut? Du bist ich würde sagen, ja. Ja, ich hab keine Ahnung, wie es schmecken soll. Schmeckt so wie. Alright, dann ist es fertig. Pelmeni. Das kippen wir jetzt alles hier rein. Wow, 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 wow! Alter, sind das viele Pelmeni. Wir haben anders nur. Leute, genau, wir haben anders Hunger. Wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen, deswegen bin ich jetzt super froh, dass es losgeht. Jetzt noch ein bisschen Butter rein. Aber irgendwie finde ich, da fehlt voll Farbe und so, weißt du? Ich finde das irgendwie nicht. Es schmeckt gut, aber es sieht echt nicht geil aus. Ey, willst du hier mit ihm anlegen oder was? Oh, Leute, die Pelmeni sind fertig. Jetzt gehen wir sie endlich. Versteck dich, versteck dich. Dima! Wo? Emil! Sidney, wo ist Dima? Auf, Leute! Er hat nicht geputzt, seine Zimmer. Ich hab gekocht. Oh, jeder Pelmeni gekocht, aber nicht meine. Da, aber die sind nicht so gut wie es. Ja, aber du warst ja nicht da. Ich hab ja für dich gekocht. Okay. Aber lass auf jeden Fall schmecken. Wenn ihr die mal seht, sagt mir Bescheid. Okay. Tschüss. Kommentiert alle, die mal putzt, damit ihr putzt. Ist sie weg? Ja, sie ist weg. Oh, Junge, das war echt knapp. Ich hatte gar keine Lust zu putzen. Aber sie mag mich voll. Ja, sie glaube ich auch, die mag dich, ja, aber. Dich nicht so? Ja, aber ja, wird schon. Ich habe auf jeden Fall super Hunger und ich bin froh, dass wir jetzt Pelmeni essen können. So, eine Teller. Der zweite Teller. Der dritte Teller. Oh. Leute, jetzt kommt der Schmand noch dazu oder wie man es hier in Russisch nennt. Simentana. Smetana. Genau. Ich bin sehr gespannt. Du nimmst einen Löffel. Da. 1, 2. Echt gespannt, wie du es finden wirst. Ich hau jetzt rein. Doch, geht voll klar. Ich weiß, wie das schmeckt. Hm? Die Teigtasche. Das sind auch Teigtaschen. Also die Konsistenz ist eigentlich ähnlich zu einer Nudel, nur ein bisschen weicher. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir ein bisschen zu lange im Wasser drin hatten. Aber ich finde die Kombi mit dem Schmand sehr interessant. Hatte ich noch nie. Deswegen, ich würde es auch gerne mit Ketchup probieren. Haben wir leider nicht hier. Weil ich bin ein Ketchup-Fan. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Ketchup mit. An jeden Russen da draußen, der. Oder an jede Person, die schon mal Pelmeni gegessen hat. Pelmeni mit Schmand oder mit Ketchup. Schreibt es in die Kommentare. Ich war ganz ehrlich, ich war geil. So, Mika ist jetzt auch hier und probiert das allererste Mal Pelmeni. Oha. Okay, also. Was sagst du? Erstmal vom Look her. Also optisch ist das schon scheiße. Ja, würde ich auch sagen. Wie sieht das aus? Also was für ein Geschmack erwartest du, wenn du das siehst? Weißt du überhaupt, was das Weiße ist? Das Weiße ist Creme Fraiche. Nee, das ist Smetana, also Schmand. Schmand, okay. Genau. Also geschmacklich erwarte ich eigentlich, ich weiß nicht, so, wie in so einem, kennst du das, in so ein Esel so richtig fett geschissen hat? Und mit so einer Gabel da reingehst. Okay. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Haufen, so von einer Ziege oder so. Schmeckt auch so. Mutter, Russland. Schmeckt das geil. Ja, schmeckt gut. Ja, Mann. Alter. Also kein Eselschiss. Alter. Ja? Sehr geil, freut mich. Mein Teller, ne? Im Teller, also im Teller, im Keller. In der Küche sind noch mehr. Ganz viel gemacht. Also, das wäre ganz gut, wenn wir jetzt noch was übrig lassen. Ich habe Hunger. Ich möchte auch noch was davon essen. Ja. Wow, das ist mega lecker. Unfassbar lecker. Ich hab Mama Dima richtig gut gekocht. Mama Dima, danke. Also, das hat sie gar nicht gekocht. Das haben wir gekocht. Junge. Wir waren das. Komm schon, jetzt mal umschlagen. Alle Leute sehen. Dima bleibt dabei wie Mbappé. Und ich weiß genauso, wird es gehen.